CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das vereinte Europa, es begann als Traum von wenigen, es wurde zur Hoffnung für viele und es schafft heute Wohlstand und Frieden für Millionen von Menschen. Und trotzdem hat die britische Regierung gestern offiziell den Austrittswillen für 60 Millionen Briten bekundet. Das ist ein donnernder Weckruf für Europa. Es ist kein Tag der Freude, und ich bedauere diese Entscheidung sehr, denn uns verbindet mit Großbritannien viel. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, sie ist ein Privileg und kein Zwang. Wenn sich ein Land allerdings entscheidet, auszutreten, dann ist das legitim. Und die Entscheidung des britischen Volkes ist natürlich auch zu respektieren. Die Folgen sollten allerdings allen Europäern klar sein. Aus jedem Trennungsprozess ergeben sich auch Chancen. Und diese Chancen sollten wir für die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten auch nutzen und notwendige Reformen vollziehen. Europa hat in den letzten Monaten zum Beispiel im Bereich der Flüchtlingskrise nicht immer ein gutes, nicht immer ein einheitliches Bild abgegeben. Die Zukunft des Vereinigten Königreiches steht vor einigen Herausforderungen. Schottlands Regierung und das schottische Parlament fordern ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Die britische Wirtschaft braucht unbedingt den Zugang zum EU-Binnenmarkt. Das Aufenthaltsrecht tausender EU-Bürger ist plötzlich unklar. Und die Menschen erwarten jetzt zu Recht zügig Antworten. Und dafür tragen die Kommission, der Rat und die britische Regierung auch jetzt die Verantwortung. Denn echte Verantwortung gibt es nur da, wo es wirkliche Antworten gibt. Das schrieb bereits der jüdische Philosoph Dr. Martin Buber. Wir erinnern uns aber auch an die Brexit-Befürworter. Sie haben ihre zentralen Wahlversprechen nur wenige Stunden danach, nach der Abstimmung, öffentlich als Fehler bezeichnet und haben die Verantwortung verweigert. Die Folgen des Brexit müssen jetzt andere bewältigen. Und Antworten, die wir geben müssen, werden nicht einfach sein. Es geht zum einen darum, die Vereinbarungen für den Austritt Großbritanniens selbst zu regeln, aber auch für die künftigen Beziehungen. Und zum anderen, und das ist viel wichtiger, geht es darum, dass wir die Einheit und Stärke der verbleibenden Mitgliedstaaten erhalten und gemeinsam unsere Interessen vertreten und unsere Werte schützen. Und das Ausmaß der Verhandlungen, wir haben das in den letzten Monaten hier auch erlebt und durch unsere Ausschüsse auch erfahren, das ist gewaltig. Da ist natürlich auch potenzielles Streitmaterial in erheblichem Umfang vorhanden. Das Vereinigte Königreich ist mit der Europäischen Union auf so vielen Ebenen eng verwachsen. Es sind nicht nur die Beziehungen innerhalb Europas zu regeln, sondern auch das Verhältnis zu Drittstaaten muss neu geregelt werden. Mit dem jetzt zunächst einmal anstehenden Austrittsabkommen ist die Möglichkeit da, einvernehmlich eine Trennung zu schaffen. Das Verhandlungsmandat wird in den nächsten Wochen erteilt. Und es geht hier erst einmal zunächst um einige technische Angelegenheiten. Es geht aber vor allen Dingen auch um die Rechte der Bürger, zum Beispiel um den Bestandsschutz für erworbene Rechte im Bereich der Pensionsansprüche. Es geht aber auch um den finanziellen Ausgleich zwischen Deutschland, zwischen Europa und Großbritannien. Und gerade dieser Punkt wird mit Sicherheit nicht einfach sein. Parallel dazu müssen dann noch ein oder mehrere Handelsabkommen hinzutreten, wie man in Zukunft gemeinsam miteinander weiterarbeitet. Es gibt dort wichtige Themen, sie sind angesprochen worden, der Bereich Sicherheit und Wirtschaft. Aber, und da bin ich Herrn Bundesminister Gabriel sehr dankbar, dass er heute noch mal klar formuliert hat, erstmal müssen die Eckpunkte für den Austritt stehen. Und ich halte das auch für eine richtige Vorgehensweise. Insgesamt müssen über 200.000 Rechtsakte geändert werden. Und dafür braucht es konstruktive, faire und geordnete Verhandlungen und vor allen Dingen Grundregeln, auf die wir uns verständigen. Für mich sind es drei, die ich formuliert habe. Die Europäische Union muss hart und geschlossen handeln, ohne unnötig Porzellan zu zerschlagen. Die Werte und Interessen der 27 Mitgliedstaaten müssen zuerst kommen. Trotzdem wollen und müssen wir natürlich die freundschaftlichen Beziehungen zum Vereinten Königreich auch wahren. Zweitens. Wer die Privilegien der EU beansprucht, der muss auch ihre Pflichten akzeptieren.
Und der freie Zugang zum Binnenmarkt, den darf es nur geben, wenn alle vier Grundfreiheiten, Freizügigkeit für Ware, Kapital, Dienstleistung und Menschen miteinander untrennbar verbunden ist. Eine Rosinenpickerei darf es an dieser Stelle nicht geben. Theresa May hat es in ihrem Austrittsschreiben selbst betont. Ein harter Brexit wäre die schlechteste Lösung. Er würde bedeuten, dass es keine Übergangsregelungen nach den zweijährigen Austrittsverhandlungen gibt. Und das wäre für die nachfolgenden Verhandlungen denkbar schlecht. Vor allen Dingen aber für das Vereinigte Königreich. Denn wenn man Großbritannien wie einen Drittstaat behandeln würde, dann wären die Folgen allein für den britischen Finanzsektor desaströs. Und deswegen liegt es an der Europäischen Union und an Großbritannien, die Verhandlungen so zu führen, mit dem Ziel, einen harten Brexit zu vermeiden. Die Verhandlungen sind das eine, das technische Abwickeln das andere. Was aber viel wichtiger ist, es muss uns in den Verhandlungen darum gehen, unserer Jugend ein stabiles und starkes Europa zu überlassen. Der Brexit selbst ist kein existenzielles Risiko für die Europäische Union. Auch Putin, Erdogan, Trump, die Migrationskrise, die Populisten und die Terroristen nicht. Das größte Risiko für die Zukunft Europas ist der wachsende Nationalismus und Egoismus. Ohne Kompromissbereitschaft und ohne aufeinander zuzugehen, gibt es keine gute Zusammenarbeit. Es waren nach dem Krieg der starke politische Wille der Europäer für Versöhnung, für Kooperation, für Freundschaft, die Europa nach den Kriegen stark gemacht hat. Und diesen Willen müssen wir auch in diesen Verhandlungen bekräftigen. In diesen Tagen gehen viele junge Leute auf die Straße. In Paris, in Warschau, in London, in Berlin, in Madrid und in Frankfurt und auch in meinem Wahlkreis. Sie demonstrieren für Europa. Das ist ein gutes Zeichen. Und sie wissen, die beste Antwort auf die zukünftige Entwicklung in Europa ist ein gutes, gemeinsames und geschlossenes Europa, und darauf sollten wir hinarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Lindholz. Als nächster spricht Dr. Jens Zimmermann von der SPD-Fraktion.